Hallo, hallo meine Lithium-Freunde. Ja, Propaganda-News. Gespeiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hätte ich fast gesagt, ne? Aber wir sind die Anti-Propaganda-Seite. Ich hatte mit vielen Leuten jetzt geschrieben und so. Ich hatte ja auch die Videos gemacht, ihr wisst ja Bescheid, über Lithium-Eisenphosphat und habe natürlich die Quitter gekriegt da dafür, ne, an einigen Stellen. Und ja, ich habe jetzt im Zusammenhang, kann ich auch jedem ans Herz legen, dass er euch mal das Video, was zuletzt rauskam, anguckt mit dem, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, bei Ergomotoren oder Update, Ladeschlussspannung, guckt einfach mal auf dem Kanal, ein Video vor diesem, oder ich verlinke es nochmal in der Beschreibung. Da geht es auch ein bisschen um die Sache hier und jetzt gehen wir nochmal explizit auf Lithium ein. Und zwar haben wir hier eine Tabelle, die uns die Energiedichte von ein paar verschiedenen Akkumulatorentypen zeigt, den Ladewirkungsgrad und ein paar Besonderheiten. Ich habe es lange überlegt, ich hatte auch mit jemandem geschrieben, von wegen, warum ich so gegen Lithium-Batterien bin, vor allem Lithium-Eisenphosphat, ne, das muss ich hier an der Stelle nochmal genau hinzufügen. Ja, und ich sage das so, wie es ist, für mich ist es halt eben Propaganda, ne? Weil ich gehe jetzt nicht technisch genau auf die Sachen alles ein, weil das interessiert eh keinen, das versteht eh keiner, das will auch keiner hören, aber wir können die Sache ganz einfach aufschlüsseln, gib mir mal 2-3 Minuten. So, und zwar, als allererstes den Menschen, die jetzt immer schreiben oder so, den schreibe ich, überleg doch selber mal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Lithium-Eisenphosphat ist besser als Bleibatterien bei PV-Anlagen, und fälschlicherweise auf Solaranlagen gesagt, dass die besser sind, und da ist ja die Frage, habe ich dann, ne, was sind die? Ja, die sind leichter, bei einer stationären Anwendung. Ja, dann, die sind billiger. Also billiger wie eine Bleibatterie, da gibt es bis jetzt noch nichts, glaube ich. Also vielleicht gibt es ein paar Akkutypen, aber Blei ist auf jeden Fall billiger. Wenn man das jetzt vergleicht zu Lithium-Ionen, wenn das gemeint ist mit billiger, ja, dann kennen wir ja alle den Spruch, wer billig kauft, kauft einmal. Kennen wir ja alle. Also Leute, weiß ich nicht, was ist denn da los? Und wir gehen noch weiter, ne? Wir gehen jetzt mal auf die Tabelle. Ein Bleiakkumulator hat hier keine Besonderheiten und wir gehen jetzt mal hier auf Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator. Ja, wenn man den jetzt mal vergleicht zu einer Bleibatterie, gewinnt natürlich immer der Lithium-Eisen-Phosphat, zumindest auf dem Papier. Ne? Schnellladefähig, hochstromfähig, eigensicher. So. Also mal davon abgesehen, dass man die drei Eigenschaften in diese Tabelle oben bei Bleiakkumulator eintragen müssten. Ja, gehen wir es mal durch. Schnellladefähig. Fälschlicherweise wird oft angenommen, dass ein Zehntel C von der Bleibatterie die maximale Ladestrom ist. Oder die maximale Ladeleistung, besser gesagt. Ja, bei dem Lithium-Ion, Lithium-Eisen oder bla bla bla, gibt es überall die Normalladeleistung, sag ich mal, ne? Oder bei euren Handys. So, die meisten Handys oder auch E-Autos etc. laden im Schnellladeverfahren. Das heißt, die gehen halt über die Nennleistung drüber. Das hatte ich auch schon oft mal, glaube ich, bei das Auto, glaube ich. Das könnt ihr bei Audi nachlesen, beim R8, also Elektro-Audi, dass die schreiben halt drin, wenn du schnell laden tust, dass dein Akku dann 50% weniger Haltbarkeit hat. Ne? Das wird hier als Vorteil angepriesen. So, dann das nächste. Eine Bleibatterie, wie gesagt, du kannst die mit einem Zehntel C laden, das ist auch die Vorgabe, Norm etc. Ja, wie man vielleicht anhand meines Videos jetzt langsam mal der eine oder andere mitgekriegt hat, sind die Ladeverfahren halt scheiße, alles ist irgendwie scheiße und wird irgendwie verdreht. Und da kann man das so nicht vergleichen. Wenn ich jetzt ein Schnellladegerät, nehmen wir mal an, ein REMF nehme, einen guten REMF, der schön funktioniert, dann habe ich ein Schnellladegerät bei Blei. Kein Problem. Und selbst bei normalen Blei-Akkus kannst du, wenn du jetzt, sag ich mal, 100 Ampere-Stunden Akku hast, dann wären ja 10 Ampere maximaler oder nur im Ladestrom. Ne?
Natürlich kannst du den mit 15 laden. Das ist doch gar kein Problem. Du kannst ihn auch mit 20 laden. So ein Dünnschiss, ne? Natürlich irgendwo ist Schluss, aber du kannst ja schon ordentlich gut drauf gehen, ne? Also ist natürlich trotzdem 100 Jahre alte Technik, darf man nicht vergessen. Und die besiegt Lithium-Eisenphosphat auf jeden Fall, ne? Ist halt leider, ich will mich nicht aufregen. Es ist nun mal so, ich will ja nur euch helfen. So. Hochstromfähig, ne? Also wenn man jetzt, die meisten nehmen ja erstmal eine Starterbatterie. Wichtig ist, dass ihr einen Stapler-Akku nehmt. Ne? Wenn ihr jetzt einen Stapler habt, also ich beziehe das jetzt mal auf diese Ameisen, auf diese Hubwaken. Da ist es so, da ist zum Beispiel ein 6kW-Akku verbaut. Also diesen 6kW-Akku, den ihr auch in meinen Videos gesehen habt, den habe ich aus einem 10 Jahre alten Hubwagen, habe ich bei einer Firma geholt und blablabla, kein richtig kurzer Sinn. Dieser Hubwagen, ich habe den ganzen Hubwagen gekauft, ne? Haben wir das da alles mal angeguckt, hat mir mal zerlegt und so. Und da ist ein 1kW Fahrmotor und ein 1kW Motor zum Anheben der Sachen halt, ne? So, also, wenn man da ein bisschen aufgepasst hat, gehen wir jetzt mal von absoluter Maximallast aus, blablabla. Also, das Heben wird schon einheitlich sein, aber wie bei einem E-Bike. Habt ihr das so, zum Beispiel Bosch gibt an, dass der Motor 250 Watt hat. Das ist die Maximalwatt, die ein E-Bike so haben kann. Berichtigt mich, wenn ich irgendeinen Müll erzähle in den Kommentaren, bitte. Danke. Und das Ding zieht im Reellen, ich habe mich ja mit dem Bosch-Akkus beschäftigt, könnt ihr euch ja die Videos mal reinpfeifen, reell bis zu 700 zerquetschte Watt, manche haben geschrieben sogar bis 800 Watt. Also, das bedeutet, wenn da ein 1kW-Motor in der Bude drin ist und du berghoch fährst und voll beladen bist, dann zieht das Ding ein bisschen mehr wie 1kW. So, dasselbe gilt für das Heben. Umso schwerer, ne? Je nachdem. So. Also, wobei beim Heben, glaube ich, das wird ungefähr hinhauen mit 1kW, aber beim Fahren definitiv nicht. Da haben wir den Vergleich zum Fahrrad, das ist safe. So, das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das nur 3kW zieht, ne, dass der Motor halt ein bisschen überbelastet ist, dann bist du bei einem halben C schon mal. Wo dieser Stapler-Akku, das wird jetzt nicht alltäglich so eine Belastung sein, aber wo die durchaus vorkommt, wenn das Ding überladen wird, vor allen Dingen, das kommt ja auch vor, ne? Nicht jeder hat immer das Handbuch und guckt genau, was das Zeug wiegt, was die da drauf laden, das sind so kein Schwein, die laden alles drauf und fährt Schluss geht's, wisst ihr? Wenn er es schafft, schafft er es, wenn nicht, nicht. Ganz einfach. So, und da ist auf jeden Fall, sag ich mal, ein halbes C für so einen Stapler-Akku ist kein Problem, Jungs. Das machen die 10 Jahre, jeden Tag ein Zyklus. Wie viele Zyklen sind das gleich nochmal? Wie viele Zyklen steht auf Wikipedia? Rechnet selber mal. Wenn die Zyklen rum sind, ich habe euch gezeigt, Bleibatterie nach 10 Jahren Stapler-Akku regeneriert. Guckt doch bitte mal das Video an. Habe ich regeneriert. Der geht jetzt wieder. Aktuell läuft der Strom da drüber. Mit dem rede ich mit euch. Hier ist der Computer an, blablabla. Das ist angeblich ist der Akku kaputt. Muss ich wegschmeißen. Genau, Digga. Damit ich mir Lithium kaufe und schnell laden tue, damit er doppelt so schnell kaputt geht, der Lithium-Akku. Also für alle, die eventuell Lithium-Eisenphosphat-Akku haben. Bitte belest euch, was ist die Nennvorgabe für den Akku? Nicht das Maximum, wo kurz vorm Brennen und Explodieren und halbe Haltbarkeit, sondern guckt, was das Ding Nennkapazitäten, Ladefähigkeit hat und baut eure Anlagen oder eure Ladegeräte oder was auch immer so, dass ihr das benutzt und nicht immer ans Maximum geht. Ich habe damals gesagt, immer auf Null kalkulieren. Ne? Also ihr müsst eben eure Batteriekapazität nicht nach dem richten, was Müller-Meyer-Schulze sich denkt, sondern ihr müsst euch hier dran halten, damit ihr nicht in die Schnelllade in den Schnellladebereich kommt, wo eure Akkus eben 50% schneller kaputt gehen. Und das heißt eben für die meisten, ihr müsst mit der Kapazität hoch. Ne? Kann ich jedem nochmal das PV-Manifest empfehlen. Habe ich vor Jahren schon gesagt. Hier haben wir noch mal ein bisschen in Daten. Und ja, dann vergleichen wir mal noch den... Also wir haben jetzt noch mehr Punkte. Das wird ein bisschen längeres Video. Jetzt vergleichen wir mal noch die
den Ladewirkungsgrad. Ne? Also ich würde hier nicht der Wirkungsgrad von der Batterie erklärt, sondern der Ladewirkungsgrad. Alle verwechseln das natürlich, dass es der Wirkungsgrad von der Bleibatterie ist. Falsch. Die Ladeverfahren sind falsch. Die Ladekurven sind falsch. Und der Ladewirkungsgrad ist auch falsch. So, Punkt 1. Wenn wir eben, ich habe das in dem Video vorher schon ein bisschen erklärt, ich gehe jetzt nicht ganz so nah rein, wir haben diese 14 bis 14,2 heutzutage in Bordspannung bei PKWs, also die Autos, die Akkus, Bleiakku werden nicht mehr richtig vollgeladen. Hier unten steht hier, ihr seht hier dann auch nochmal Betriebsspannung im Fahrzeug, Lade, Schlussspannung, alle wesentlich höher. Ne? Und hier wird jetzt gesagt, okay, wir geben denen ein scheiß Ladeverfahren, laden die Dinger nicht richtig voll und in 2-3 Jahren sind die kaputt und dann kommen wir auf 60%. Ne? So, um das noch besser für euch zu verstehen, im Vergleich, wenn man eben die Batterie nicht voll genug lädt, da sie keinen Balancer hat, ist das dasselbe, als wenn ihr bei eurem Lithium-Eisen-Phosphat oder Lithium-Ion, das spielt überhaupt keine Rolle, bei jedem Akku den Balancer ausbaut, dann fällt euer Ladewirkungsgrad, weil die dann immer weiter entbalancen. Es wird immer, ne, das ist, warum habt ihr einen Balancer? Ganz einfach, das ist so einfach. So, die Besonderheit, also wir haben 100 Jahre Bleiakkumulatoren benutzt und für jeden ist klar, ich steige im Winter in mein Auto, mache die Bude an und let's go. Ne? Oder eben, ich habe einen Akku irgendwo in der Garage, sind meinetwegen minus 15 Grad und du sagst, ja, ich will den Akku laden, klemmst eine Ladegeräte an und fertig. Ne? Ist es denn keine Besonderheit, dass ein Eisen, Lithium-Eisen-Verband eben das nicht kann? Ist das nicht eine Besonderheit, dass man hier aufpassen muss, dass der bei ein- bis zweimal Laden bei Minustemperaturen kaputt ist? Ist keine Besonderheit? Achso, mit was wird hier verglichen? Mit was vergleichen die das? Ach, mit dem Geldbeutel oder was? Das ist nur Abzocke, Leute. Ne? So, eigensicher. Eigensicher wird hier wiederum auf Lithium-Ionen meinetwegen projiziert oder, ich weiß es nicht, weil die eben brandgefährlich sind, explosionsgefährlich, bla bla. Mittlerweile sind ja auch nur schon ein paar Lithium-Eisenphosphat hochgegangen. Ja, warum gibt es das bei Blei nicht? Da müsste ja bei Blei sicher stehen oder eigensicherer sicher. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch die totale Propaganda hier. Das kann doch nun nicht mehr wahr sein, Leute. Ne? Und keiner kapiert das irgendwie. Weiß ich nicht. Ne? So, dann die Recyclingfähigkeit von diesen Akkus. Hatte ich euch in dem anderen Video gezeigt, dass ein Bleiakku eben 100% recycelbar ist. Wartet mal. Das blende ich euch dann, nochmal ein. So. Da müsste doch hier schon wieder stehen, dass eben bei Bleiakkumulator die Besonderheit, dass er 100% recycelbar ist, dass er bei Minusgraden funktioniert und ja, dass man nach den angegebenen Lügenzyklen hier, dass man das Ding nochmal regenerieren kann und etc. Also das ist ja die absolute Propaganda, Leute. Ne? Also das ist doch unter aller Sau, Leute. Das gibt's doch nun gar nicht mehr. Also das ist total... Hier mit Ladewirkungsgrad werdet ihr verwirrt und die Leute beziehen das auf den Wirkungsgrad der Batterie. Ach Leute, Leute, Leute. Ich habe es gemessen. Ich weiß einen Wirkungsgrad von der Bleibatterie. Das Problem, das ist kein anderer weiß. Und deswegen slurpt halt auch keiner. Da kann ich mir so schenken, Leute. Ne? Vielleicht hilft das hier dem einen oder anderen. Ich werde es an der Stelle auch mal gut sein lassen. Ne? Guckt, dass ihr alle Lithium-Eisenphosphat-Nutzer der Punkt Schnellladefähigkeit berechnet eure Kapazitäten richtig von euren Akkus im Zusammenhang mit eurer PV-Anlage, Ladegerät, was auch immer, Generator oder sonstigen, dann habt ihr schon mal die doppelte Freude an euren Akkumulatoren. Ne? In diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr sagt, keine Ahnung, also Fragen ist immer schwierig. Weil dann antworte ich eben das in einem Kommentar und ja, also wenn, würde ich vielleicht mal wieder ein paar Fragen sammeln, dass man die mal in, ja, dass ich die in ein extra Video mache oder so. Aber ich bin ehrlich, Jungs, ich denke, das Beste wäre, wenn, also ihr könnt ja eure Fragen stellen,
Aber wer da drauf Bock hat, auf die Idee, was ich mir jetzt ausgedacht habe, gerade jetzt hier beim Video, der haut mal Hashtag Termin rein. Und zwar, ich finde es besser, weil dieses Thema ist so umfangreich. Ich habe 10 Jahre gebraucht, Leute, um jetzt hier das, euch das Video machen zu können oder allgemein eben das Wissen zu haben über Blei und bla bla bla. So. Und wenn jetzt ihr eine Frage stellt, ist es oft so, dass da so ein Rattenschwanz dran hängt. Weil eben, ne, ich muss euch dann erklären, dass die Ladeverfahren falsch sind, ich muss euch erklären, dass die Spannungen runter korrigieren, blablabla, so. Und das ist ein Problem, dass man einer Frage und einer Antwort in einem YouTube-Kommentar schlecht machen kann. Meine Idee, was ich mir denke, was viel sinnvoller ist, und nur mal kurz für irgendwelche Spastis, mein Kanal ist nicht monetarisiert, ich mache das für lau. So eine Trottel bin ich, ne? Egal. Dass wir einen Livestream machen. Wie gesagt, nicht, weil ich mich hier irgendwie, nein, sondern ich blende mich so aus, mir wegen es mir, oh, egal, wegen, ne, dann blenden wir euch ein, dass ich euch einlade, die explizite Fragen haben oder so, etc., wobei ich mir die Leute natürlich aussuche, das sage ich gleich vorher, da bin ich mal ein bisschen nicht demokratisch, weil auf gewisse Leute, das tue ich mir nicht mehr an, Leute, dass die sollen in ihrer Blase bleiben und fertig, ist mir wurscht. So, dass ich dann, nicht, ihr kommt jetzt rein und sagt eben, hey Mensch, du hast dir gesagt, Lithium ist scheiße, dass ich eben mal, dass wir dann mal von Angesicht zu Angesicht, hätte ich fast gesagt, zumindest mal über digital, in Echtzeit miteinander reden können, ich auf deine Fragen eingehe, den ganzen Mist erkläre, dann kann der Chat zuhören und eventuell der Chat noch Fragen stellen, bibabub, wir trinken noch ein Käffchen zwischendurch und am Ende denke ich, dass ich dann ein Video hätte, auch für alle anderen in Zukunft, wo eben alles mal zusammengefasst, dass eben eure Fragen auch mit drin sind. Dass man vielleicht so, dass ich vielleicht sage, ich mache eine kleine Einleitung, setz mich mal hin, überlege mir irgendwas, das ist 20 Minuten Quatsch oder so und dann tun wir mal einen Livestream machen und da danach kommen dann Gäste rein, ihr stellt dann Fragen, ne? Wir können uns ja vorher ein bisschen vorbereiten und ne, ihr wisst, Discord, Telegram, was haben wir noch, keine Ahnung, ja, YouTube-Kommentare könnt ihr, also YouTube ist schlecht mit Kontaktaufnahme, aber Discord, Telegram, als Beste ist Discord, geht auf Discord. Gut, das war's jetzt, in diesem Sinne, haut mal Hashtag Termin rein, wenn ihr Interesse hättet, weil das betrifft eben alle Akkuarten. Das hat nichts jetzt explizit mit Blei oder Lithium zu tun. Auch mit den Balancern. Naja, mit den Balancern. Wir haben ein Ladegerät, wo der Balancer im Ladeverfahren mit drin ist. Ne? Also dann könnte auch bei Lithium-Eisenphosphat die könnt ihr die Balancer rausmachen. Also ihr noch kann das niemand. Ne? Ich rede in Zukunft. Natürlich müssen wir das auch alles selber machen, weil keiner glaubt irgendwas, niemand weiß irgendwas und bauen kann schon mal gar nicht. Machen wir jetzt alles. NBN kümmert sich drum, Leute. Ne? Vielen lieben Dank schon mal für die Unterstützung vom NBN. Dass wir eben ein Ladegerät, wir haben es ja schon, eine Weltneuheit, ihr Ladegerät, hatte ich ja schon gesagt, euch eben dann ein Ladegerät bieten können, wo ihr zu gewissen Teilen, das müssen wir mal gucken, eventuell den Balancer rausmachen könnt und den Verlust, sagen wir mal, euer Balancer verbraucht 2-3%, ich weiß es nicht, oder 1%, das können wir noch wegmachen, ne? Und dann ist die ganze Sache nochmal effizienter. So ein kleines Ding, so für alle, die eventuell jetzt noch nicht Blei gekauft haben oder Lithium irgendwas oder Nickel-Cadmium oder was weiß der Geier, ne? Den kann ich nur empfehlen, wir gucken jetzt mal, genau, und zwar, viele sagen ja immer, ja, du bist ja Blei-Radikalist oder so und hast Lithium-Eisenphosphat. Eure Interpretation, ich mag's nicht, wenn Leute abgezogen werden. Das ist mir egal, wenn ihr mit Lutschern abgezogen werdet, dann hasse ich halt Lutscher, okay, bin ich dabei, alles gut. Nee, also viele werden ja jetzt sagen, ah, es kommt doch wieder mit seinem Blei-Scheiß. Für diejenigen, die so wie ich nicht viel Kohle haben, ne, oder wer wirklich wenig hat und so, dem empfehle ich immer noch einen Blei-Akkumulator. Ne? Wenn du natürlich sagst, also Blei ist trotzdem schlechter, ne? Der Blei-Akkumulator, wir reden jetzt wirklich mal nur von günstig, aber noch okay. Dann Blei-Akkumulator, Lithium-Eisenphosphat, naja, wenn ihr meint, dass das günstig ist und so, okay. Aber ich habe es ausgerechnet hier, LTO, Lithium-Titanat.
Nahtakkumulator. Viele liebe Grüße an Astra für den Tipp. Er verwendet die schon lange und diese Dinger, Leute, rechnet es euch selber aus, guckt euch selber. Ich mache das nicht für euch. Schickt es euren Lieblings-YouTuber oder was weiß ich. Ja, moin, was ist, wenn ich das mit? Dann müsst ihr doch wieder machen. Ich hoffe mal nicht. Spaß. Nein, nur mal sehen. Wir werden es sehen. Rechnet einfach mal aus, wenn so ein Lithium, also LTO, ne, hier ist die Abkürzung, wir sagen jetzt mal 60, 80 Jahre hält und euer Lithium-Eisenphosphat oder auch meine Bleiakkumulatoren eben 10, sagen wir mal 5 bis 20 Jahre halten, ne, dass wir ganz human irgendwo eine Hausnummer zusammenfinden, dann muss ich ja in der Zeit viermal den Bleiakkumulator oder Lithium-Eisenphosphat kaufen, in der Zeit, wo der LTO eben hält. So. Ja, und da ist die Rechnung ziemlich einfach. Auch der Achim hat auch, Astra hat auch gesagt, die sind jetzt auch noch mal ein bisschen günstiger geworden. Also am Anfang waren die echt unbezahlbar und so. Aber mittlerweile ist es in einem Bereich, wo du sagen kannst, dass das sich auf jeden Fall lohnt. Erstens mal brauchst du nicht im schlimmsten Fall alle 5 Jahre deinen Akku wechseln oder im besten Fall 20 Jahre oder was weiß ich, lasst uns nicht streiten, Leute, scheiß drauf, sagen wir 10 Jahre, nehmen wir in der Mitte, ne? Brauchst nicht einen Akku wechseln, ich meine gut, alle 10 Jahre einen Akku wechseln ist nicht so, aber was ist mit Nachhaltigkeit, ne? Alle reden davon in die Grünen und wir sollen CO2-Steuer und allen möglichen Scheißdreck, ich gebe da, will ich auch nicht zu nahe drauf eingehen, aber dann lass doch LTO nehmen. Weil dann erzeugt man ja viermal weniger oder viermal weniger Schrott, ob jetzt Blei oder Lithium-Eisenphosphat, spielt es keine Rolle. Es ist einfach auch weniger Arbeit, weniger Material, wir brauchen weniger Strom, bla bla. Da können wir doch CO2 damit theoretisch runtertreiben. Ich halte da nichts davon. Mir geht es eher um die Arbeit. Ne? Also wir bauen Haufen Eisen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder, haben sie in der DDR immer gesagt. Und dasselbe läuft hier seit... Wurde übernommen, ne? Merkt halt irgendwie keiner. Also, ne, der Bleiakku, auch wenn er 100% recycelbar ist und Lithium-Dinger vielleicht noch nicht 100%, die kommen auch irgendwann auf 100%. Es gab auch Zeiten, wo Bleiakkus nicht 100% recycelbar waren. Kommt Zeit, kommt Rat. Diese Dinger sind noch nicht allzu alt. Ne? Eine Bleibatterie, die sind über 100 Jahre alt. Das kann man so mit einer 10 Jahre alten Technik, ist schwierig. Gebt den Sachen mal ein bisschen Zeit. Dann wird das, denke ich mal, auch schon passen. Aber es lohnt sich hinten aus gesehen trotzdem nicht, weil es muss ja die Arbeit gemacht werden. Selbst wenn ich den Bleiakkumulator 100%, gehen wir mal in Zukunft zum Eisenphosphat, auch zu 100% recyceln kann, dann muss ich ja trotzdem recyceln. Ne? Ich muss es draußen rumfahren, ich muss schmelzen, ich brauche Strom, ich muss wieder Gehäuse gießen, bla, dann muss ich, das ist Online-Shop, dann muss ich das verschicken, dann hast du daheim mit deinen Alten, den musst du irgendwie abgeben, irgendwo hinschicken, blablabla. Und bei LTO kaufst du einfach den Akku, klemmst den an und was machst du die Tür zu. Feierabend, du brauchst nie wieder reingucken. Was ist noch ein riesen Vorteil von LTO, warum ich auch mittlerweile sage LTO, Leute? Die sind bis minus 50 Grad, oh Achim, ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. Komm, lest bitte selber, Leute, bis minus 50 Grad, keinerlei Einschränkungen. Und das ist ein Punkt, da ist Feierabend. Da verliert Lithium, da verliert Blei in der Nachhaltigkeit, verlieren beide Akkutypen gegen diesen Lithium, also gegen den LTO, ist ja auch Lithium, ne? Aber... das ist der wirkliche Lithium-Akku, von dem irgendwo mal alle geredet haben. Das ist das Maß der Dinge, was Besseres haben wir nicht. Und ja, wenn ihr es richtig machen wollt, das Ding, nehmen wir mal an, ihr seid 30, 40 Jahre alt, das könnt ihr euren Enkeln feiern. Oder euren Kindern. Ne? Oder empfehlt euren Kindern, dass die sich so einen Akku kaufen. Bei Zeiten, anstatt irgendein Schrottauto, was nach 5, 10 Jahren eh kaputt ist, sollen sie das Geld sparen und sich so einen Akku kaufen und sich aus Teig machen. So, das war's jetzt. Lange genug. Mein Abschluss zu dem Ganzen. Lasst euch nicht verarschen und vor allen Dingen verarscht euch nicht selber. Tschüssi.